Ja, Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Uncharted 3. Ja, wir haben jetzt bei der letzten Folge den Schlüssel geklaut, dem Sunny. Und jetzt wollen wir wohl den Ring klauen. Dann wollen wir mal loslegen. Das hätten wir schon mal geschafft. Gut, da ist das offene Fenster. Da ist das. Das war knapp. Zack, sind wir dran. Okay. Das nehmen wir auch noch mit. Verdammt, Kleiner! Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt den Ring. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind. Schnappt ihn! Wieder Fluchtmodus. Haltet den Jungen! Scheiße! Er hat den Ring! Brech die Tür auf! Oh Gott! Er will auf das Dach! Schnapp ihn! Die Kette! Aufbrechen! Lass los! Komm. Ach Mist! Wer sind diese Typen? Komm, du kleiner Bastard! Was? 50 Meter entfernt und zack, kommt er. Da ist er! Ach Mist! Wer sind diese Typen? Bin doch. Ach Gott, ey. Manchmal ist die Steuerung echt anstrengend. Ja, schon wieder. Zack. Komm her, du kleiner Bastard. Schießen die jetzt auf mich? Das lass ich mir nicht zweimal sagen.
Aua. Ja, wir haben ihn. Entschuldigung, Platz da. Hey, Kersaki. Tut mir leid. Du Scheißkerl. Echt, jetzt schießen die auch noch auf mich. Von Witz. Wer ist der? Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Wird Azen Smith? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal, nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Pausen. Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Na okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stelle keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt
ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Hm? Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Und groß. Los, Tempo Nate. Shit, die Bullen. Hier lang. Was? Na los. Wirklich? Komm schon, Charlie, was ist denn los? Ja, 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 gut, okay. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Und bald ist es vorbei. Das war's, oh. War ja halb so wild. Was ist denn mit dir los? Nee, ist alles okay. Oh. Blockiert. Wartet, wir kommen so rum. Ja, ja, klar. Oder wir setzen mal unsere Mitte ein. Oh, gute Idee. Sie ist zu hoch. Schieb mir das Ding da rüber. Ich mach schon. Jetzt streng dich mal an. Wir haben nicht die ganze Nacht. Ja. Danke für die Hilfe. Kommt schon, ihr faulen Säcke. Okay, die Luft ist wohl rein. Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist... Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hm? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh ja, Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Ach, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind Sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick.
Und niemand kam rein oder raus. Hm. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Ja, ich dachte nur darüber nach, diese Tasche zu nehmen und einfach abzuhauen. Ja, du kannst mich nicht täuschen, Mann. Hey, glaub mir, das ist nichts gegen das, was noch kommt. Naja, in meinem Alter, da habe ich lieber den Spatz in der Hand. Hab ich's nicht gesagt? Na, komm schon. Nee, ich hoffe einfach mal, dass du recht hast. Ja. Scheint alles ruhig. Meint ihr, die sind noch drin? Na, wir können wohl kaum einfach reingehen und nachsehen. Naja, wir sollten wirklich keine Zeit verlieren. Ich gehe rein und seh's mir an. Ihr drei bleibt hier. Alles klar da oben? Ja, tut mir echt leid. Na, machen wir weiter. Leise ist auch was anderes. Ach, Mist. Leer? Moment mal, wo ist es? Machen wir jetzt mal die Türe auf. Wo sind sie bloß hin? Das ergibt keinen Sinn. Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Ja, sie waren hier. Ich krieg doch noch die Abgase. Reifenspuren. Immer noch nass vom Regen. Hier hat das Auto gewendet. Hey, seht mal. Also irgendwas Schweres besorgen. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. 4 Reifen, 4 Kontakte. Sonny, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei 3, okay? 1, 2, 3. Und? Das muss es jetzt aber sein. Das ist das Licht. Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Geile Idee. Verrat mir doch einen Storch.
Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto, du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Ja, Leute, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr könnt mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.